Da muss ganz schön mutig sein. Die Gemeinde ist riesig mit ihren knapp 70 Ortsteilen und es gibt kaum Fahrradwege. Seit Jahren kämpft der Windecker ADFC dafür, dass welche gebaut werden. Immerhin plant der Rhein-Sieg-Kreis jetzt einen Radweg ab Windeck-Rosbach. Naturschützer sehen die Pläne allerdings kritisch. So wie es ist, kann es aber auch nicht bleiben. Fahrradfahren ab Windeck-Rosbach. Das geht zurzeit so. Auf der Bundesstraße mit Tempolimit 100 zwischen den Autos. Lebensgefährlich. Grundsätzlich sind sich Radfahrer und Naturschützer deshalb einig. Wir wollen einen funktionierenden Alltagsradweg, der auch bald kommen muss. Die Menschen hier an der Oberen Sieg warten seit Jahrzehnten darauf, dass sie gefahrlos von Rosbach nach Au fahren können. Und jetzt soll endlich ein Anfang gemacht werden. Der Fußweg links zwischen Straße und Berg soll zum asphaltierten Radweg werden. Der Rhein-Sieg-Kreis hat die Planung übernommen. Der Radweg soll vom Ort Rosbach über Ollenbruch und Gansau nach Au führen. Das Geld kommt von Straßen NRW, doch über die Baupläne wird gestritten. Dieter Zerbin vom ADFC findet sie gut. Wir befinden uns jetzt am östlichen Ortsausgang von Rosbach. Und der Weg, der geplante Weg, führt also hier auf diesem Fußweg entlang der Bundesstraße 256 auf der Hangseite. Die Planung sieht so aus, dass man an diesen Engstellen den Fels ein Stückchen wegnehmen muss, um den auf 2,50 Meter zu verbreiten. Achim Baumgartner vom BUND dagegen kritisiert die Pläne. Es sind zwei verschiedene Diskussionen. Das eine ist, welcher Wegebelag und das andere, welche Ausbaubreite brauche ich denn? Und es ist halt auch wirklich die Frage, ob der Radweg unbedingt 2,50 Meter breit sein muss. Denn je mehr Felsen für den Radweg weichen muss, desto weniger Platz für die Zauneidechsen, die hier leben. Für die Tiere sei auch die geplante Asphaltierung gefährlich. An anderer Stelle ist die Wegführung aus BUND-Sicht das Problem. Wir sind jetzt hier in dem Abschnitt Eulenbruch von dem geplanten Radweg. Und da ist es halt geplant, den Radweg sozusagen von der Bergseite auf die Talseite zu legen und sozusagen in die freie Landschaft auszuweichen. Und für den Naturschutz ist es halt so, dass das wirklich dann eine totale Versiegelung der freien Landschaft ist. Es sind jetzt hier noch unbefestigte Wege. Der BUND will, dass der Rhein-Sieg-Kreis und die Bezirksregierung umplanen. Dieter Zerbin will einfach nur, dass der Radweg fertig wird, solange er noch Radfahren kann. Gegenwärtig droht der BUND mit Klage, aber erhebt keine Klage. Und auf der anderen Seite tut aber auch die Bezirksregierung, der Kreis, die Gemeinde nichts, um diesen Stillstand aufzuheben. Erstmal müssen Dieter Zerbin und die anderen Radler wohl weiter über die Bundesstraße fahren. Der Rhein-Sieg-Kreis plant aber, mit oder ohne Klage, den Radweg ab Ende 2024 zu bauen. In Bornheim haben